letzten 10 Sekunden in der dritten Runde. Die Highlights, die Höhepunkte hat es im Kampf noch nicht gegeben. Aber die Verbissenheit der Auseinandersetzung nimmt spürbar zu. Ja, das macht Ruiz sehr gut. Diese Maid-Bewegung auch rückwärts, das Auspendeln der gegnerischen Schläge und dann immer wieder das Hineinschieben seiner langen Linken, die zwar im Augenblick nicht besonders hart erscheint, aber zum Punktesammeln reicht's. Der Vorwärtsstil des Russen Kobosow geht über viele, viele Treffer. Aber viele Treffer, die er selbst einstecken muss. Das ist ein steiniger Weg. Aber er scheint das alles einzuplanen. Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er stilmäßig nicht anders boxen kann. Kombination von Ruiz schien angekommen zu sein. Wieder die lange linke führend und dann die kurze rechte gerade. Sie zuckte heraus und traf Kobosow. Der schien nichts gemerkt zu haben. Fightet sich ran. Er will Ruiz müde boxen. Im Augenblick sieht es sogar so aus, als ob er das erreichen kann. So, liebe Zuschauer, wir machen einen kleinen Sprung. Das ist das Ende der sechsten Runde. Und was ich schon in der vierten Runde andeutete, John Ruiz ist ein bisschen müder geworden. Die ständigen Walzattacken von Kobosow haben die Wirkung nicht verfehlt. Zwar führt er noch nach Treffern, nach Trefferanzahl und demzufolge wohl auch nach Punkten, der John Ruiz. Aber Kobosow marschiert und kommt jetzt auch immer wieder mit Doppelschlägen. Links, rechts, kommt er durch. Keine Frage, der Russe hat eine ganz starke Physis.
Und auch hier kommt die ganz kurze Kampfunterbrechung. Wenigstens dem einen zugute, diesen Mann hier, John Ruiz, der seine technische Überlegenheit der ersten Runden jetzt wohl nicht mehr durchziehen und nicht mehr durchhalten kann. Sie sehen sie ja. Als Trefferkarte zeigt schon Ausgeglichenheit. Jetzt ist auch die Rechte von Kopasov durchgekommen. Jetzt ist auch Ruiz ganz leicht gezeichnet im Gesicht, an der Nase. Jetzt schwankt er sogar ein bisschen. Der längere, der größere, der John Ruiz aus Boston. Eine verbissene Ringschlacht. Keine Höhepunkte, man merkt es auch an der Reaktion des Publikums. Aber da oben, das spürt jeder da oben im Ring, da wird gefightet von beiden. Und dieser Mann aus St. Petersburg, dieser Sergei Kopasov, das ist ein Fighter, das ist ein Draufgänger, ein ewiger, unendlicher Mann. Steckt alle Fäuste des Gegners weg. Oh, noch drei Runden. Ja, rechte Hand kam an von Kopasov. Der linke Haken nur als Wischer. Beide haben ihre Probleme. Der Russe mit dem linken Auge, der Amerikaner John Ruiz mit der Nase. Jetzt ist natürlich in der achten Runde dieser erbarmungslose Fight im Leichtschwergewicht weit davon entfernt, einen Schönheitspreis zu kassieren. Ruiz scheint zu müde zu sein, um seine boxerische Linie der ersten drei, vier Runden mit der langen linken Hand fortführen zu können. Die Kombination zwischen Box- und Ringkampf wird immer enger, immer verflochtener.
Kormasov bleibt dran. Bleibt dran, der weiß, dass in so einem Kampf auch die größere Anzahl der Treffer der Schläge entscheiden kann. Das ist eine regelrechte Abnutzungsschlacht.